Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Ja, heute geht quasi der zweite Teil von den QSL-Karten los. Also wir fangen auf jeden Fall mit C an und enden bei D. Ich denke mal, mehr machen wir dann heute auch nicht. Ja, der Stapel hier, der ist C, also mindestens so wie A und B war, würde ich sagen. Und der Stapel ist ein bisschen kleiner, das ist D. So. Ja, ich würde sagen, ich fange an. Crazy Horst. Crazy Horst war die Karin, die Frau vom Audi Super 90 und die Mutter von der Susanne, mit der ich zusammen in der Grundschule gewesen bin. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall meine CB-Mutter. Da habe ich also oft am Wochenende schon mal geschlafen. Und ich habe die Zeit immer genossen als Bönse, weil ja, ich durfte da länger aufbleiben, ne, als zu Hause. War immer schön, immer lustig, wir haben immer viel Spaß gehabt. Ja. Und wie gesagt, ist auch Wuppertal. Crazy Horst, aber hier steht es auch nochmal, dass Wuppertal war. Und hier handschriftlich steht es auch nochmal. Dafür, dass wir so wenig Wuppertaler Funker waren. Ne? So, gut. Dann haben wir QSL von Chemiker. CB-Station Wuppertal, also auch schon wieder Wuppertal, der Chemiker. Und der hatte eine Grundig CB10. Kenne ich gar nicht. War da eine Handfunke? Und der wohnte Wuppertal-Barmen. An der Kleffbrücke, ja. An der Kleffbrücke, da ist auch eine Tanzschule, da war ich früher mal mit meiner Cousine in der Tanzschule gewesen. Ja. Aber das muss auch Sicht-QSO gewesen sein, weil es sind keine Daten drauf. Der Chemiker aus Wuppertal. Und hier steht dann auch nochmal Wuppertal-Barmen. Unten seine Adresse. Aber die stimmen ja eh alle nicht mehr. Also ich denke nicht, dass noch einer aus den 70er oder 80er Jahren noch da wohnt, wo er heute wohnt. So, Station Cortina. Cortina, ja, ist mir ein Begriff. Habe ich auch hier und da schon mal gefunkt mit. Bei dem stand ich S9 und Radio 4. Er selber hatte eine Hendig 12305 und eine GP27. Und der Name war Willi. Ja, daran kann ich mich jetzt nicht mehr so erinnern. Also mit dem habe ich zwar öfter mal gefunkt, aber da kann ich jetzt keine Storys erzählen. So, ja, Station Cortina. Also die Leute haben sich echt immer was einfallen lassen, was sie auf der QSL-Karte machen. Da gibt es nichts. So, dann haben wir Cheetah 04. Und der wohnte auch in Wuppertal. Und zwar in Wichtinghausen. Ja, das ist so schräg gegenüber von hier. Und die Karte habe ich am 27.01.1977 79 gekriegt. Um 20:34 Uhr. Ja, Station Chita 04. Und da steht Adresse drauf, auch wieder Wuppertal. So, dann geht's weiter. Station Cäsarmobil. Ja, die ist so ein bisschen geriffelt hier und auch in Farbe. Also die hat auf jeden Fall schon mal Geld gekostet. Da kommt man so mit 20 Mark für 1000 Stück auf jeden Fall nicht mit klar. In der Mecklenburger Straße hat derjenige gewohnt, der Horst. So, die Karte kann man nicht mehr erkennen. 24.10. könnte 78 gewesen sein. Auf jeden Fall auf Sicht-QSO. Horst und Hildegard. Ja, Station Cäsarmobil. Und er wohnte auch in Wuppertal. Steht ja hinten drauf. Ist ja drauf gedruckt. Ja, dann Kormoran, Station Kormoran. Und der wohnte auch in Wuppertal und zwar in der Linderhauser Straße. Thomas Berghoff. Ja. Hier ist Wuppertal abgekürzt, WPT, 56 WPT. Ja, und auf der Rückseite steht nichts. Also die muss ich wohl auch mal so im Sicht-QSO
gekriegt haben auf dem Funkertreffen. So, dann Station Chopper. Auch Sicht QSO am 14.05.78 um 11 Uhr. Stefan hieß der Junge. Ja. Und der wohnte auch in Wuppertal in der Schwemmerstraße, also hier in Langerfeld, wo ich jetzt wohne. Ja, auf der Rückseite steht nur die Adresse. CB-Station Sherry. Da kann ich auch nichts zu sagen, großartig. Steht noch nicht mal bei, ob er im Wuppertal kommt oder nicht. Auf der Rückseite steht gar nichts. So, dann haben wir den Charlie 1, CB-Station Charlie 1. Kommt aus Wuppertal. Adresse steht ja hier vorne. So, die habe ich am 21.03.78 bekommen. Und ich habe mit dem mal gefunkt auf Kanal 15 mit 20 über die 9 und Radio 5. Und der hatte auch eine Grundig CBR 1000, also die hier. Aber auch noch eine Lennart MS-120 oder HS-120. Eine GPE 27580. Ja, und der wohnte in der Friedrich-Engels-Allee in Barmen. So, dann haben wir Station Condor. Ja, die sieht selbst gemalt aus, aber egal. Station Condor. Dirk Stracke, Hügelstraße. Ja, die ist auch hier vorne in Langerfeld. So, dann haben wir Station Shampus. Der hatte eine Sommerkamp BS 712 Paula, eine Strato DX. Und ich habe die am 4.10.77 bekommen. Ja, und der gute Mann hieß Günther. Wohnt hier in der Wichlinghauser Straße, also auch hier vorne. Und in Wuppertal. Station Shampus. So, dann haben wir Station Cinderella. Wohnt hier in der Normannenstraße, auch hier in Wuppertal. Auch Wichlinghausen. Und Wuppertal. Nicht vergessen. Also Wuppertal, Wuppertal. Überwiegend nur Wuppertal. So, dann haben wir Charlie 70. Und der kommt aus Hagen. Ja. Wann habe ich die denn gekriegt? Auch 77, 15.08.77. Charlie Mobil aus Hagen. So, dann haben wir auch Corona und es soll keiner sagen, dass es Corona nicht auch schon gab. Ne? In steht nicht dabei, aber. Ja, keine Ahnung. Das muss ja auf jeden Fall auch so in den 70er, 80 bis 80er Jahre gewesen sein. Station Corona. Und hier steht's, Wuppertal. Auch in Wuppertal haben wir schon Corona. Station Kaffeemühle. Ja, der wohnte am Loo, Schönebecker Straße. War auch Sicht QSO. Und die Karte habe ich am 6.11.77 bekommen. Station Kaffeemühle. Ja, und das war am Loo. Wuppertal, Loo, Unterbarmen. Und da haben auch eine Menge Leute gefunkt. Ich sage ja, jeder Stadtteil hier in Wuppertal, da waren Funker ohne Ende. So, das ist Corby. Corby 03.
Weil der sagt mir auch nichts, der Corby03. Kenne ich wahrscheinlich auch nur vom SichtQSO. Martin Hieser. Das steht nämlich hier hinten. Ach ja, hier vorne stand es auch. Und hier Wuppertal, Löerlen. So, dann haben wir den Cäsar01. Und der wohnt auch im Wuppertal. Steht nämlich hier unten, wo ich den Finger habe. Cäsar01. Auf der Rückseite steht nichts. War nur einseitig gedruckt. California Wuppertal. Die Karte habe ich am 10.10.77 bekommen, um 17:30 Uhr. Und bei denjenigen stand ich Santiago 7 und Radio 4 bis 5. Kalifornien. So, dann haben wir Carrera in Schwelm. Das ist jetzt nicht weit von hier entfernt, Schwelm. Günther und Martina. Ja, aber da steht kein Datum und nichts bei, von daher, außer da der in Schwelm wohnt, ist aber auch hier Grenze Wuppertal-Langerfeld. So, dann haben wir einen Charlie Braun, auch aus Wuppertal. Hier ist wieder Wuppertaler Wappen. Und die Karte habe ich gekriegt am 16.10.1977 um 11:15 Uhr. Und der hatte ein Universum und eine DV27. Ja, und der wohnt hier in der Hügelstraße, auch hier vorne. Ach so. Erstmal Charlie Braun. Und dann hier hinten nochmal die Daten. So, dann haben wir Charlie Mobil. Charlie Mobil. Und der wohnte in der Hildburgstraße in Wuppertal 2, also auch in Barmen. Dieter. Aber über den kann ich auch nicht viel sagen. Eigentlich gar nichts. Kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Ja, soll es geben, weil man vielleicht einmal mit jemandem gesprochen hat oder so. Weil dann ist ja das, man hat seine Leute, wo man immer mitfunkt, wo man dann die meisten Spaß hat, dann ist man meistens auch immer auf dem Kanal. Ja, und dann kriegt man von den anderen gar nicht so viel mit. Station Kennenmobil. Die Karte habe ich auch seit dem 20.09.77 auf Kanal 9. 14 Uhr, Radio 4 und Santiago 7. Und der hatte auch nur eine DV27C. Also hat nicht jeder eine Darantenne gehabt. Und hier steht auch wieder, dass er aus Wuppertal kommt. So. Dann haben wir Station Schappi Wuppertal. Schappi Wuppertal, ja, den hat man oft gehört. Detlef hieß der. Und hier unten steht es auch wieder Wuppertal. Hier oben auch. Also wir sprechen hier überwiegend nur von Wuppertaler Stationen. QSL-Karte von Kanada. Kanada. Der wohnt hier in der Rödigerstraße, das ist am Rott. Ja, am Rott haben auch viele CB-Funker gewohnt. Station Kanada am Rott. Rückseite ist nichts drauf. So, dann haben wir Kennen Alpha. Ja, es gab Station Kennen und die Alpha. Meistens haben die Frauen sich den gleichen genommen und haben nur Alpha dahinter gemacht. So, das ist Ken Alpha. Steht aber auch sonst nichts drauf. Auch keine Werte hinten dran. Hier haben wir Coco 01. Der kommt aus Iserlohn. Ja, ist schon ein bisschen weiter weg, Iserlohn. Aber auch jetzt nicht mega weit. Auch so ein mehr oder weniger so ein Nachbarort, kann man sagen. Ja, steht aber sonst nichts bei, aus welchem Jahr oder sonst was. Dann haben wir den Station Komet und der kommt aus wieder aus Wuppertal. Und die Karte habe ich bekommen am 2.3.76, also in dem Jahr, wo ich angefangen habe.
Und der kommt aus der Borkumer Straße, auch aus Wuppertal. Komet. Hier steht es wieder, Wuppertal. Und hier hinten, da ich hier 76 bekommen habe. So, dann haben wir Charlie Delta aus Wuppertal, der Wolfgang. War aber auch wieder ein Sicht-QSO. Und der wohnte in der Kronenberger Straße in Wuppertal 1, also Elberfeld. Ja, Charlie Delta. Und da steht die Adresse. So, dann haben wir die letzte Karte. Carlos Daimler. Die ist recht groß und zum Aufklappen. Und die habe ich am 20.03.1978 bekommen. Mit Radio 5 und 10 über die 9. Und der hatte eine Hendig 12305. Und als Mobilstation eine Stratofon SM12. Ja, und der kommt aus Wuppertal-Barmen in der Friedrich-Engels-Allee. Alfred Klopphaus. Ja, ich gehe mal davon aus, dem gehören wahrscheinlich auch die Klopphaushäuser. Weil. Es gab eine Spedition Klopphaus. Ja, hier stehen nämlich die Daten mit Klopphaus und das war Carlos Daimler. Ja, das war jetzt C und jetzt haben wir noch ein paar Stück aus D und wir sind jetzt schon wieder 16 Minuten dran. So, ich fange auch wieder hinten an. Station Donalduk. Jetzt können die Störer was erleben. Und der kommt auch aus der Gennebrecker Straße. Thomas aus Wuppertal. Donalduk. Und hier könnt ihr auch wieder sehen, dass er aus Wuppertal kommt. Ja, Wuppertal, wir haben eine Menge Stationen hier gehabt. Station DAF 66, der kommt auch aus Wuppertal, aus der Waisenstraße, Elberfeld. Ja, hinten steht nichts drauf. Aber hier steht wieder drauf, dass er aus Wuppertal kommt, das ist ja wichtig. Da war nichts. So, dann haben wir CB Berlin, Donner City Mädchen. Naja, wie ein Mädchen sieht er jetzt nicht aus, oder? Was würdet ihr sagen? Also sieht mir eher aus wie der Moritz, von Max und Moritz vielleicht oder was, aber nicht wie ein Mädchen. Ja. Ansonsten steht da auch nicht viel drauf, außer dass die Karte für mich ist, am 8.01.78 und um 12.48 ausgeschrieben. Und verschrieben hat er sich noch, die sollte eigentlich erst für jemand anders sein. So, und dann haben wir Station Dino 3. Dino 3 sagt mir auf jeden Fall was, das war nämlich der Stefan und der Sohn von Lux 3. Den habe ich auch früher, wenn ich auf der Rolle gewesen bin, oft in der Diskothek gesehen, den Stefan. Ja, der wohnte in der Wittensteiner Straße in Wuppertal-Barmen. Station Dino 3. Wenigstens mal wieder einen, wo ich was erzählen kann. Station Donnerfalke aus Wuppertal. Und die habe ich am 20.11.77 gekriegt um 12.36 Uhr im Sicht-QSO. Friedhelm Nick, da steht nur ein Postfach und dass er aus Elberfeld kommt, Wuppertal 1. Donnerfalke. So, weiter geht's mit Don Camillo, auch aus Wuppertal. Er hat eine Stabo M12, das war auch Sicht-QSO und am 8. 1. 1997, nee, doch 79 habe ich die bekommen. Und ich stand bei dem mit S9 und Radio 5. Ich hoffe, man erkennt alles. Station Don Camillo. So, dann haben wir den DAX 1. Der kommt auch aus Wuppertal, Langerfeld, also von hier, wo ich wohne. Station DAX 1. Aber steht leider kein Jahr dabei.
Aber ich gehe mal da so von aus, so Ende 70, Anfang 80er Jahre. Weil irgendwann hat es ja bei mir auch aufgehört, dass ich auf Funkertreffen gegangen bin. Dann habe ich nur noch mit den Leuten gequatscht. Station Dornröschen aus Wuppertal. Daniela. Ach, Holger, von deiner Schwester. Daniela. Ja. Und die habe ich bekommen am 20.09.77. So, wie halte ich die jetzt mal? Ich halte die mal einfach so. Ja, Holger, von deiner Schwester. Nehme ich mal an. Oder Cousine oder was weiß ich was. Ich weiß ja gar nicht, ob du überhaupt eine Schwester hattest. Aber jedenfalls trägt die deinen Nachnamen. So, dann Station Düssel 1. Düssel 1, ja. Der wohnte auch am Kannaperstraße und hatte später sogar noch eine Kneipe. Wenn mich nicht alles täuscht, wenn ich es nicht durcheinander bringe. Peter hieß der, ja, Steinweg, genau. Station Düssel 1. Und der hatte dann, wie gesagt, später eine Kneipe. So, die Karte habe ich bekommen am 20.10.1977. War auch ein Sicht-QSO, weil die auf jeden Fall irgendwo auf dem Funkertreffen war. Und das wurde ja meistens in Kneipen abgehandelt. So, dann haben wir Station Delta 1. Der auch aus Wuppertal kommt, und zwar Hohenstein. Das war auch unter Barmen. Ja, Barmen. Barmen so ungefähr. Also bei mir gegenüber. Hinter der Adlerbrücke auf der anderen Seite. Delta 1. Ja, Datum oder so steht nichts dabei. Frank hieß der gute Junge. Auf der Rückseite steht nichts. Und ich kann da auch leider nicht mehr zu sagen. Station Düsenjäger. Der hatte eine Kaiser. Friedhelm und Gabi und wohnte in Wuppertal im Höfen. Ja, Station Düsenjäger und wieder Wuppertal Höfen. So, dann haben wir Station Dago, Holger. Da haben wir gestern noch von gesprochen, von Dunja. Die hat sie ja, wie gesagt, selber gemalt, aber ist egal. Ja, die Telefonnummer, ich meine, die wird zwar nicht mehr gelten, aber die verdecke ich trotzdem mal. So, das war die Dunja, Station Dago. Dann haben wir Station DK4TX und der kommt aus Wuppertal-Elberfeld in der Konrad-Adenauer-Straße 15a. Ja, außer dass da Ascona 13 draufsteht, hat er auch nicht viel draufgeschrieben. Also auch Sicht-QSO aus irgendeinem Funkertreffen. So, dann haben wir noch zwei Stück, zwei Karten, dann sind wir fertig. Und das war Don Pedro und Mini, also der Sohn oder die Tochter. Da waren ja meistens immer die Minis, die Alphas waren die Ehefrauen. Don Pedro. Diese Karte habe ich am 4.4.1979 gekriegt, um 10 Uhr. Und ich stand auf jeden Fall mal auf Kanal 14, Radio 5 mit 10 über den 9. Ja, und derjenige kommt aus Langerfeld, steht nämlich hinten drauf, und hatte eine Hendig 12305 und eine GPA 27,5. Und der Vorname war Michael. So, ich will ja nichts verdecken, aber hier stehen die ganzen Daten. Ja, der Don Pedro und Mini. So, die allerletzte Karte ist CB Dino. Die ist auch wieder so aus leichtem Fotopapier mit einem leichten Glanz. Also auf jeden Fall auch schon wieder etwas teurer, wenn man sie drucken lässt. Und der kommt auf jeden Fall auch nicht von hier, sondern Burgenland. Ja, die muss ich also irgendwie mal auch auf dem Funkertreffen bekommen haben, wo derjenige wahrscheinlich hier zu Besuch war oder so. Ja, das war's gewesen. Wieder 24 Minuten um. Ja, länger dürfen die Videos auch nicht sein, sonst hat das alles keinen Sinn, dann sind die nämlich zu langweilig. Ja, wir haben jetzt A und B durch und C und D. Und ja, es geht dann irgendwann weiter mit E und F, würde ich sagen. Also kommt immer auf die Karten an, wie viel wir haben. Ne? Wir können auch mal vielleicht drei Buchstaben nehmen oder so. So, ich sage danke, dass ihr bis hier dran geblieben seid. Ja, danke, dass ihr mich überhaupt guckt und Kommentare schreibt.
die Videos liked, mich abonniert. Und ich sage dann einfach bis zum nächsten Video. Ne? Entweder mit irgendeinem Video oder mit Kurs Eckhart Teil 3. So, ich sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Euer Jörg. Ciao.